Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Wie ihr seht, zeige ich euch heute keine Torte, sondern ein neues Haarfärbemittel und zwar One Color by Keralog. Meine Haare sind nämlich schon wieder so ein bisschen grau geworden und da ich für euch ja immer schön aussehen will in den Tortenvideos, brauche ich eine schöne Koloration. Und das Besondere an dieser Koloration ist, dass es einfach nur eine Flasche ist und total easy und unkompliziert in der Anwendung. Und wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir euch in diesem Video. Ich habe jetzt schon mal eine Packung ausgepackt und ihr seht, es ist nur eine Flasche in der Packung und das ist die startklare Fertigmischung. Da sind sozusagen Entwickler und Kolorationscreme in einem drin. Das ist eben das Geniale daran. Man muss also nicht so umständlich anmischen. Man drückt einfach gleich nur hier drauf und dann geht es schon los. Dann ist natürlich eine Anleitung dabei und ein Conditioner für die Pflege nachher, sogar zwei Pakete. Dann ein Auftragepinsel, wie üblich, dass man halt das Haar auch scheiteln kann und ja mit dem Kämmchen schön auftragen kann auf den Ansatz. Und eine Bürste für die Längen, für die Strähnen. Los geht's, wir sind startklar. Sophie hat ihre Handschuhe an. Ich habe hier mein Handtuch umgelegt, damit einfach nichts tropft. Die Mischung ist sehr cremig, das heißt, es wird wahrscheinlich nichts tropfen. Das sehen wir ja gleich. Und Sophie, du kannst jetzt mal hier draufdrücken. Einfach mal hinstellen und draufdrücken, bis es einrastet. Jawohl, genau. So muss es sein. Jetzt hat sich innen drin der Entwickler und die Koloration miteinander verbunden. Und wir können direkt loslegen. Also kein Anmischen, kein nix. Es geht einfach los. Wir lassen jetzt schon mal so ein bisschen was austreten aus der Flasche, damit man eigentlich sehen kann, wie sich das vermischt. Am Anfang kommt noch keine Farbe und sobald Farbe kommt, kann man loslegen. Also jetzt. Ihr seht, das wird durch den Druck miteinander vermischt und man kann es direkt aufs Haar auftragen. Das Haar muss auch nicht gewaschen sein, es kann trocken sein. Es kann gewaschen sein, muss aber nicht. Also legen wir los. Gut, also los geht's. Die Sophie wird jetzt erstmal hier den Ansatz behandeln und das mit allen sozusagen grauen Stellen oder nachzukolorierenden Stellen dann so machen. Genau, erstmal auftragen und jetzt streicht man das auf den Ansatz auf, schön gleichmäßig. Und ich kann mich jetzt super entspannen. Ich habe vorher auch meine Haut mit Creme hier vorne eingecremt. Wenn etwas von der Koloration auf die Haut tropft, dann muss man es sofort abmachen, weil es sonst die Haut natürlich auch mitfärbt. Hier sieht man jetzt den Ansatz, den weißen oder grauen. Den grauen Ansatz. Und den färben wir jetzt. Damit ich für euch in den Tortenvideos schön aussehe, machen wir das alles hier und natürlich auch für mich selber einfach. Das Tolle ist auch, dass diese Mischung, dadurch, dass man sie sozusagen erst beim Rausdrücken, vermischen sich die beiden Flüssigkeiten, also der Entwickler und die Koloration. Dadurch bleibt das Ganze auch konstant färbekräftig. Wenn man es schon vorher anmischt, reagieren die beiden Flüssigkeiten miteinander oder die beiden Cremes miteinander und der Färbeeffekt lässt nach auf die Dauer. Also man muss dann richtig schnell färben. Und hier muss man sich gar nicht beeilen, weil es wird ja sozusagen in der Flasche beim Rausdrücken erst miteinander kombiniert. Und das ganz Tolle ist, was ich auch super, super finde, ist, dass man die Flasche 4 Monate aufbewahren kann. Also wenn man jetzt nicht alles verbraucht beim Färben, dann kann man den Rest einfach bei Zimmertemperatur aufbewahren und bei Bedarf dann eben wiederverwenden. Also genial, weniger Abfall und nachhaltiger. Schön gemütlich auf der Terrasse, daheim färben. Nicht irgendwo hin müssen, wo es vielleicht sowieso nicht geöffnet ist. Die Haare dann mit so einer Klammer wegklammern, die ihr weghaben wollt und dann eben immer den Ansatz schön färben. Und ihr seht auch, es hat nichts getropft. Das ist halt so eine feste Paste, dass man es einfach wirklich gut auftragen kann. Jetzt hier unten, wenn sie hier unten ankommt, werde ich meine Brille abnehmen, dass einfach nichts an die Brille gerät. Aber wenn man oben arbeitet, kann man die Brille auch ruhig auflassen. Hier sieht man jetzt auch, wie schön cremig das Ganze ist. Es verläuft überhaupt nicht, sondern lässt sich richtig gut als Creme auftragen. Was sagst du dazu, Sophie? Gut oder? Gut anwendbar. Easy und schön, kann man sich zu Hause Zeit nehmen, sich zu Hause mit einer Freundin treffen oder mit der Tochter und dann einen schönen Friseurnachmittag verbringen.
Die Sophie wird jetzt die Längen machen, also die Ansätze sind jetzt alle bearbeitet und jetzt trägt sie das alles auf die Bürste auf und verteilt die Creme in den Längen. Man muss möglichst in der Mitte der Tube Druck geben, dann geht es am einfachsten. Also nicht weit vorne und auch nicht weit hinten, sondern wirklich in der Mitte drücken und dann geht es auch gut raus. Give me your love and tell me your secrets. Cause we're in this together. Das nenne ich mal einen entspannten Friseurbesuch. Jetzt noch einen Kaffee serviert bekommen, wäre auch nicht schlecht. Und wenn ihr nachher dann die Haare einwirken lasst, so 20 bis 30 Minuten maximal, dann könnt ihr euch hinsetzen und einen Kaffee trinken, Zeitung lesen oder was auch immer, ein bisschen Musik hören. Danach wird das Ganze wie immer ausgewaschen und mit dem Conditioner gepflegt. Genau, und wie gesagt, die Tube, wenn noch was übrig ist, ist wiederverwendbar, alles was da drin ist. Denn es ist ja noch nicht miteinander in Berührung gekommen. Ihr könnt es einfach bei Zimmertemperatur lagern. Also wer jetzt kürzere Haare hat, der hat ja dann noch ganz viel übrig. Das ist bis zu 4 Monate wiederverwendbar. Also finde ich schon ganz gut. Die Sophie hat alles schön eingestrichen und jetzt muss das Ganze einwirken, ungefähr 20 bis 30 Minuten. Und dafür macht sie das Ganze jetzt so schön zusammen. Und dann mache ich hier meine Duschhaube drauf. Zählt es? Ja, zählt. So, du kannst das vielleicht drauf machen. Hm. Sehr schick. Ja, und jetzt kann ich ein bisschen Zeitung lesen, Kaffee trinken und dann sehen wir uns nach der Einwirkzeit wieder. Und ich hoffe, das Ergebnis wird blendend sein. So, während das Ganze jetzt einwirkt, haben wir uns hier einen Kaffee gemacht und warten halt noch so ein bisschen. Und dann werde ich das Ganze ausspülen und föhnen und mich ein bisschen schminken. Und dann schauen wir mal, wie es geworden ist. Und ja, wie fandst du es jetzt? Ich fand es gut, leicht anwendbar. Weißt du noch, als wir einmal deine Haare gefärbt haben und wir haben die falschen Tuben zusammen, also die falschen Sachen. Ja, oh ja. Also das war für mich beim ersten Mal, als ich zum ersten Mal selber gefärbt habe, da habe ich dann irgendwie die, keine Ahnung, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe die falschen Tuben miteinander vermischt. Ich glaube, den Conditioner mit dem, keine Ahnung, echt schlimm. Ja, und das kann ja natürlich nicht passieren. Es ist, glaube ich, auch noch was drin. Also ich habe es jetzt mal... Ja, fühlt sich noch schwer an. Also man kann dann auch ganz gut noch den Ansatz färben. Wenn man jetzt einmal durchgefärbt hat, dann den Ansatz nach 4 Wochen oder nach, je nachdem, wie schnell eure Haare wachsen, nochmal gerade nur den Ansatz einstreichen und färben. Da muss man nicht mehr die Längen machen. Und vom Handling her, wie fandest du es so insgesamt? Also man muss auf jeden Fall kräftig drücken mit der einen Hand. Immer. Ja. Aber es ist einfach sehr, sehr praktisch, dass die Creme einfach fertig aus der Tube kommt und man sie direkt ins Haar einarbeiten kann. Ja, genau. Und dass da man nichts falsch machen kann. Und die hat auch eine gute Konsistenz, also sie verläuft nicht. Ja, stimmt. Also richtig schön cremig, ne? Ja, bin sehr gespannt, wie es aussehen wird. Aber wir hatten ja jetzt auch die ganze lange Zeit das Problem, dass wir gar nicht zum Friseur konnten. Friseure waren geschlossen. Jetzt sind sie zwar wieder geöffnet, aber mancher möchte trotzdem nicht hingehen, weil es einfach das Ansteckungsrisiko so hoch ist. Deswegen, wer also lieber zu Hause färbt, für den ist das schon ganz richtig, glaube ich. Ja. Total easy, unkompliziert, alles schon gleich startklar. Ich will mir irgendwie auch die Haare färben. Deine Haare sind noch schön. Ich habe noch keine grauen Haare. Natur. Du kannst ja auch so Strähnchen reinfärben. So sieht das Ganze jetzt aus. Der Ansatz ist weg und ein schöner goldener Glanz liegt auf den Haaren. Danke an meine Tochter Sophie, die das so toll mitgemacht hat. Danke auch an Keralock für die Kooperation. Wenn ihr das Produkt auch gerne einmal ausprobieren wollt, dann habe ich noch einen 15% Rabatt für euch, für den Online-Shop. Alles Wichtige dazu findet ihr in der Infobox, sowie auch alles andere Wichtige zum Produkt. Ja, und ich freue mich, wenn ihr das Produkt einmal ausprobiert. Schreibt mir einfach mal rein, wie ist es bei euch gelaufen, und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, gerne auch in die Kommentare schreiben. Ja, wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag zu einem neuen Torten- und Kuchen-Video, diesmal mit frisch gefärbten Haaren. Also macht's gut, bleibt gesund und bis Sonntag. Tschüss!